Okay, mal gucken. Falle entdeckt? Ah. Ja, Frau Grimm. Gib das Eibenholz mal an Sie weiter, dann kann ich dir nämlich das Wundpulver geben. Dann kannst du das auch mal benutzen. So. Jetzt müssen wir gucken, welche Fackeln müssen wir ziehen, um die Tür aufzukriegen. Es gibt ja noch zwei Fackeln. Nein, die war falsch. Die war richtig. Quick Save sicherheitshalber. Nein. Wir laden hier an dieser Stelle. Der eine Feuerball hat gereicht. Aber nee, die Gittertür hat das nicht geöffnet. Jetzt ist sie offen. Und natürlich noch mehr Fallen. Oh. Das bedeutet wohl, dass wir jetzt das hier umlegen müssen. Ja, Tatsache. Au. Ich glaube, wir sollten gehen. Falle entdeckt. Ach, an der Kiste. Okay. Und wir können diese Statuen drehen. Ah, wir müssen sie alle auf das Podest zudrehen. Gut. Aber erstmal gucken wir, was wir hier drin haben. Nein, Falle entschärfen. Das bin ich. Oh, ein Langschild. Hat schon bessere Tage gesehen. Also, nee, brauchen wir nicht. Keule, Säbel brauchen wir auch keine. Holzschild. Nee. Noch eine Kiste mit Falle. Haarnadel, eine Brichstange. Und eine Mausefalle. Alles klar. Na klar. So, du musst warten, bis deine zittrigen Hände weg sind. Oh, Eibenholz. So, diesmal gelungen. Was haben wir hier drin? Robe der Astralkraft? Ja.
Dein Magierrapier. Was könnten wir abgeben? So, einfach mal die. Also ja, das Ding kann Gladys auf jeden Fall tragen. Ring der Klugheit. Klugheit plus 1. Also noch was für Gladys. Und Magierrapier 1W5. Der hat auch 1W5, Chance auf Wunde und hat keine Abzüge. Hat sogar ein Plus. Also, das hat sich mal gelohnt. Vor allem steht Gladys die Robe auch sehr gut. Sanja. Mein Atem geht ruhig. So, da überkommt uns die Gier. Was könnten wir rauswerfen? Ich versuche mein Bestes. So, eine Kiste noch. Also ja, man merkt, wir sind in der Schatzkammer. Ja. Gut, okay. Der Handschmeichler kann weg. Die Mausefalle kann weg. Die 40 Kugeln können weg. Und das könnte eigentlich zu ihr, wenn ihr Inventar nicht voll wäre. Ja. Alles klar. Ja. Meint ihr? Ja, ich habe sehr viele volle Inventare. Knüppel kann weg. Komm, die drei Seen können weg. Lass das mal Vorgrim machen. Dann kann Vorgrim uns ja mal die Sturmhaube geben. Dadurch ist er nicht mehr ganz so überladen. Und das Ding. Ja, er hat zwei Plätze. Ja, na klar. Kommt der Langbogen von bei ihr kann weg. Das ist Munition für sie. Der kann auf die zweite, auf die erste Seite. Jetzt hat sie 4 Slots und er hat 2 Slots. Gut. Wie viele Sachen haben wir hier? Also Zielwasser kann sie sowieso nehmen. Und Intuitionselixier. Und alles andere auch. Und fertig. Gut, okay. Und dann heißt es jetzt Statuen drehen. Okay, die dreht die. Die da dreht alle drei. So, eigentlich müsste das dann so klappen. Jetzt gucken alle drei weg. Jetzt gucken alle drei nach da. Und jetzt müssten alle vier, also alle vier, nicht drei, hingucken. Ja.
Ich habe das Auge tatsächlich in meinem Besitz. Das heißt, es ist nur noch, es zum Drachenorakel zu bringen. Ich werde mich eigentlich auf dem Weg nach Ferdo zum Hesinde-Tempel machen, um Dorian von meinem Erfolg zu berichten. Ja. Wenn wir den Weg nach oben wieder rausfinden. Und ja, gucken wir mal kurz uns das Auge an. Magischer Edelstein von außergewöhnlicher Größe und Farbe. Der kunstfertig geschliffene Stein hat annähernd die Form eines Dracheneis, leuchtet jedoch aus dem Inneren im bläulichen Licht. Wenn man genau hinschaut, erscheinen in dem inneren Licht schemenhafte Umrisse eines Gebirges, einer dunklen Höhle. Je nachdem, in welche Richtung man das Auge des Drachen hält, nimmt das Leuchten ab oder zu. Nach Süden in Richtung Ambosgebirge gerichtet, leuchtet es am kräftigsten. Okay. Das heißt, eigentlich müsste jetzt hier offen sein, genau. Orkundeführer. Orkrieger, toter Soldat. Okay, hier sind Orks. Tag. Gut, dann kommt mal her. Jetzt wird's ernst. Sturm über Wasser. Oh, da ist. Für da ist ein großer Böser. Lass das mal vorsichtig machen. Ich muss mein Befrei meiner Axt. Bei Angrosch sparen. Du hast gleich nochmal vorgegriffen. Du fliehst den blöden Ork ein. Oh, warum bin ich so weit unten? Schnell trinken. Mist. Also nicht den Ork, sondern den Troll. Nein. Das bringt alles nichts. Du trinkst sicherheitshalber ein. So. Na klar. Furax. Jetzt muss der erstmal weg. Alles klar. Mein Atem geht hoch. War hier. Okay, irgendwas ist an dem Oger. Arquatus. Sprich, Freund. Aufgepasst. Wo willst du hin? Lass das mal vorgreifen. Candido, das bin ich. Sanja. Bei Angrosch Bart. Folgt mir. Zerai Astus. Sprich, Freund.
Okay, Vorgrim, noch ein Einbeersaft, sicher ist sicher. Jetzt hat Vendala wenigstens genug. Alles klar. Thorax. Ein Zwerg, ein Bord. Folgt mir. Gut. Es war nicht gut, dass es mich ausgenockt hat. Das ging irgendwie auch ziemlich schnell, muss ich sagen.